Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute müssen wir ganz unbedingt den Bohrturm bauen. Weil sonst haben wir ein Riesenproblem, wenn das nicht funktioniert. So, ich brauche noch ein paar Steinchen. Habe ich noch Kabels irgendwo hier? Ja, habe ich. Perfekt. So, wir haben schon mal eine Ölquelle, wo wir hinwollen. Da kann ich hoffentlich auch hochhoppeln. Hoppel, hoppel, hoppel. Noch mehr hoppel. Dann springen. Bin gespannt, was ich vergessen habe. Hua. Ja, da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. So. Als allererstes. Ich will hier hoch. Und das will ich auch hier. Lass mich los. Klebt ein bisschen. Ja. Ja. Dann machen wir hier. Und wird's lustig. Nee, ich gehe hier hoch. So weit. Eins, zwei, drei. Dann hätte ich gesagt. Machen wir hier mal ein Kännchen. Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt da das auch mal mache. Ich mir hier zu viel. Uah. Nein, ich gehe noch mal weiter nach oben. Und jetzt kann ich mir eine Kanne ziehen, also das sozusagen das komplett rumhauen. Oder auch nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal eine Runde Rand bilden. Und ich bin noch nicht ganz oben. So. Dann heißt es, haben wir jetzt hier. Und dann heißt es für mich natürlich auch hier, wenn ich jetzt bei dem zwei habe. Muss ich hier auch zwei machen? So, dann haben wir natürlich noch einen Eingang. Das heißt, das ist passiert dann hier. Das ist ja klar. So. Und dann brauche ich nochmal, wo ich was. Alles klar. So, dann haben wir schon mal das. Jetzt habe ich ja noch diesen schönen Stone Brick. Das heißt, das wird mein Boden. Ich bin aber gespannt, wie lang das meiner braucht, das abzubauen. Ob das Aufbauen länger dauert, als der Miner braucht. Der Miner nicht. Pumpe, das Ding abzubauen. Okay. Also das heißt, das haben wir schon mal. So, dann kommt jetzt schon mal das da dahin. Und ich brauche jetzt meine Advanced Pump. Denn die kommt jetzt hier hin.
Und wir brauchen, richtig, unseren Supertank. Der kommt oben drauf. Das ist schon mal soweit so fertig. So, dann haben wir schon mal als nächstes, definitiv, ich brauche meinen Medium Voltage Battery Buffer. Der kommt hier hin, weil der soll denn das Ding ja auch mit Energie versorgen. So, und ich brauche aus der Abteilung hier noch meinen Personal Anchor. So, und ich habe ja vorhin mein Lever ausgepackt. So, und jetzt packe ich mal meinen Hanglider aus und wir fliegen nach Hause. Lustig ist immer, wenn ich nach unten will, dann meine ich immer wieder, ich komme auch nach oben. Wenn er oben will, gehe ich steil bergab. So, ich habe ja hier in meinem Rucksack ein paar Leitern. Und ich weiß, ich habe irgendwo auch noch Carpenters-Blöcke. Werde ich irgendwann finden. Es geht noch in der Folge. Carpenter. Hey. Okay, da draußen. Also hier sind welche. Und hier sind welche. Na, da ist noch einer. Hier sind mehr. So, und jetzt diese Leiter. Diese Leiter kann ich genau im Assembler herstellen. Ich hoffe, dass die reichen. Davon 29, davon 26. Dann gib ihm. Mal die Leitern her, weil wir müssen ja da noch schöne Sachen machen. So, dann kann ich schon mal meinen Common Treasure wegpacken. Ich muss meinen Lever, den habe ich in dieser Double Chest da hinten. Den nehme ich auf jeden Fall auch mit. So, dann brauche ich jetzt aber noch da oben. Genau. 24. Ich mach mal 32. Ich mach mal 30. 30 müssten reichen. Hoffe ich. Ah, und da hätte ich noch weitere Carpenters-Blöcke, falls ich welche suche. Also 10 Stück werden nicht reichen. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Aber ich kann schon mal diese auf jeden Fall wegpacken, weil die brauche ich nicht mehr. Das da werde ich brauchen, das da werde ich brauchen, das da werde ich brauchen, das Kupferkabel. Das kann ich nicht gebrauchen. Dann kann ich definitiv mein Summon American wegpacken. Die Wood Planks kann ich auch aufräumen, die kommen erstmal hier rein. So, ich brauche momentan keine zwei Dollys. Dann brauche ich meinen Hanglider nicht mehr. Bei dem brauche ich zu fall runter, nicht verrauf. Den habe ich auch nur runter gebraucht, weil ich keine Leiter hatte. Okay. So, dann brauche ich noch was Wichtiges, was ganz wichtig ist. Dafür gehe ich mal in meinen kleinen Stromschuppen. Hole mir mal 4 volle Batterien. Und es hat schon wieder geregnet und geschneit. So. Hier, danke. Heißt, wir haben jetzt gleich den Bohrturm oben soweit fertig, dass wir dann sozusagen ja wieder Öl fördern. Aber was wir auf jeden Fall brauchen ist, ich will nicht mehr die ganze Zeit mit den kleinen Zellen rumlatschen, sondern wir wollen uns noch größere bauen. Das wird dann der zweite Teil. So, nochmal 7, das heißt, jetzt haben wir 26.
müsste eigentlich jetzt reichen. Bin ich der Meinung. Können wir wieder raufhüpfen auf die Bash. Wie gesagt, das Wichtige ist jetzt wirklich, dass wir diese Quelle ja auch als Zweck kriegen. Weil, wenn ich die wegkriege, dann kann ich nämlich auch den zweiten Teil vom Berg irgendwann abtragen. Ohne dass ich dann Angst haben muss, dass mir die ganze Suppe da ins Gesicht spült und ich ja Vögel waschen kann. Ja, und zwar mich Vogel. Ja. Umweltverschmutzung in Minecraft. Ja. Machen wir mit Klimaerwärmung. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich auch wirklich diesen Punkt treffe, wo ich hin muss. Ich muss eigentlich genau vor meine Nase. Also hier hin. Das war clever. Was sowas von? Ah, okay. Ich kann aber mit Sneaken kann ich halten. Das ist gerade totaler Mist. Das heißt, ich kann den nicht. Moment. Da mal draufklettern. Danke. Doch kannst du. Okay, dann funktioniert das nicht so. Aber das ist ja kein Problem. Dann bauen wir halt schnell eine kleine Mauer hin. Wenn wir die leider da dran anhängen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die Leitern reichen. Das ist schon mal wichtig. Und ich hau die lieber mit der Leiter ab. So, wunderbar. Ein bisschen oben. Auch noch eine Leiter hin. Haben wir alles. So, dann kann ich hier schon mal das nächste Wichtige reinpacken. Und zwar, ich habe 1,5-6 Mining Pipes. Oh, geh nicht mal rein. So. Aber ich habe die Medium Voltage Battery drin und jetzt fängt meine Pumpe, glaube ich, schon mal das Arbeiten an. Und zack. Wir haben Freude. So, dann heißt es jetzt für mich, ich mache jetzt schon mal da, wo kein Öl mehr ist, das Loch zu. Und ich sehe, wie er nach unten rauscht. Nach unten arbeitet, nicht rauscht. Aber auf jeden Fall schon mal schneller ist als das andere Ding. Also die sozusagen 1.0 Pumpe. Weil die war ja traurig. So. Dann hätte ich gesagt, machen wir noch einen. Weiß gar nicht. Ja doch, nee, ich muss mich auch beeilen. Muss mich ganz schnell beeilen. Ich habe hier Strom aufgebaut. Nicht, dass er von meinem Wolkenbruch kommt und ich wieder ja, pusten darf. Er war wieder wunderbar.
Ich habe die Steine zu früh weggeräumt. Ich hätte noch viel gebraucht. So. Aber wir haben jetzt hier sozusagen unseren kleinen Turm. Mit freier Aussicht. Alles hübsch hier. Und wir sehen das ganze Zeug da hinten. So, und ich kann doch wieder mein Kleider auspacken, weil geht schneller runter. Ja, ich weiß, es gibt noch einen Weg, aber der ist mir zu schnell. Lass jetzt einfach mal die Finger weg. Der dann doch ein wenig schneller nach unten geht. Ja. Kann auch eine optische Täuschung sein, dass mir das so vorkommt, als die das nach oben gehen. Ah, okay. Geht sogar in schnell. Super. Und was habe ich vergessen? Richtig, mein Lever anzubringen. Und was habe ich noch vergessen? Richtig, einen Waypoint zu setzen. Weil die Ölpumpe vorne kann ich wegmachen. So, das heißt jetzt, ich kann jetzt meine Mining Pipes mal wieder einpacken und wir schauen uns mal die Zellen an. So, weil es gibt nämlich noch die Großzellen. Und die Großzellen sind Large Steel Fluid Cell. Da kriegt man aus einer 8000 Liter raus. Und es gibt noch die Large Tungsten Steel. Da kriege ich 512.000, da kann ich dann mit 4 Zellen einen Supertank leer machen. Nein, es gibt noch die Large Aluminium Fluid Cell. Und die ich am liebsten jetzt bauen. Dafür brauche ich auf jeden Fall MV Assembler. Haben wir ja. Ich brauche eine Double Aluminium Platte. Und wie gesagt, die werde ich immer wieder mal bauen. Und ich brauche noch Silberringe. So, das heißt jetzt, ich nehme jetzt mal hier 2 Silber mit. Hab hier mal einen Ringshape. Hau rein und gehe wieder rüber. Und ich brauche jetzt eine Watt. Eine. Habe ich da eine Double? Eine Double Aluminium. Okay. So, dann mache ich da schon mal 8 Stück rein. Das heißt, ich könnte mir dann sozusagen damit 2 Stacks ersetzen. Wenn ich mir das nicht verzählt habe. Ich hoffe. So, kommst du da hin. Du gehst mal weg. Da kommt mal bitte der Hammer hin. So, Double 4 Stück. Schön. Und ich habe hier wieder Ring raus, Bolt rein, Ring rein und ich habe 8 Silberringe. Natürlich wird das jetzt nicht reichen, wie ich mich kenne. Oh, ja. Strom. Strom wäre was Schönes. Strom. Ich habe gehört, Maschinen wollen Strom haben, damit man sie benutzen kann. Und dann, habe ich jetzt leider nicht so viele hingekriegt, wie ich gewollt habe. Das machen wir jetzt dann gleich mit weiteren 4 Platten. Legen wir rein. Ich glaube, ich brauche 8, ja. So kriegt man auch das Zeug weg. So, das heißt, wir haben jetzt diese 8 Platten wieder fertig. Und machen uns nochmal welche. Weil ich das Rezept wieder raus habe, ne? Da muss ich es zweimal machen. Wenn ich es jetzt wieder rausnehme, muss ich es nochmal machen. Das sollte man nicht machen, das wäre leicht Blödsinn. Okay, wir haben leider nicht viel gespaut, sondern nur 2 gleich, aber das ist trotzdem 2. Ich kann jetzt mit 2 Zellen sozusagen einen kompletten Stack Öl transportieren, von A nach B. Ist doch super. Ja, genau.
So, das heißt, wir müssen jetzt gleich nochmal auf den Bohrturm hüpfen. Denn wir müssen uns A, einen Waypoint da oben machen und B, können wir mal testen und schauen und hoffen. Vielleicht hat er schon 32 Öl fertig. In der Zeit können wir nochmal die Bienen austauschen. Da müsste ich auch mal gucken, was brauche ich eigentlich für einen. Es ist doch eine Apiary Chest, oder? Genau. Ah, okay, dafür brauche ich einen Carpenter. Bräuchte dafür einen Carpenter. Mit Honig drin. Ja, okay, der Honig ist, glaube ich, das wenigste Problem. Die Crates sind kein Problem. Die Stahlschraube, das wäre eigentlich fast überhaupt kein Ding mehr. Da könnte ich mir eventuell. Moment, mache ich aus der Apiary Chest? Genau, mache ich mir auch einen Bienenrucksack. Ja, da haben wir doch noch mal was, ja, um die restliche Zeit noch aufzufüllen. Wir bauen uns noch Bienenrucksack und eine Bienenkiste und ein Apiary. Ich schätze mal, es wird jetzt viel zu viel sein. Aber man kann es ja angehen. Vor allem, ich könnte mir halt wirklich das viel einfacher machen. Ich bin ja schon fast hier auf der Höhe von dem Ding. Einfach geradeaus rüber. Aber nö. Und ich könnte mal einen Turm noch fertig bauen. Ja, der steht so einseitig. Als allererstes, wir machen hier mal ein Level hin und machen dich aus, weil solange ich hier bin, hoffentlich ist es so. Okay, der ist zügiger. Der ist weitaus zügiger. Das kriegt er einen totalen Like. So, das heißt jetzt, wir machen hier mal ein B, machen Underline und dann machen wir einen. Kann nur kein Ö eingeben. Doch, Ö kann ich eingeben. Dann bin ich wieder hier drin. Weg. Achso, nee, kann ich nicht. Okay, New. Underline Öl Turm. Und dahin und safe. Danke. So, aber wir haben schon 233 Öl drin. Also ich finde das geil. Der ist richtig zügig. Können wir mal gucken, wie weit das schon unten ist, wenn wir gleich unten sind. So, das heißt, jetzt habe ich die drin und habe auch mein Öl drin mit 32.000 Liter. Das Einzige, was man bei diesen Zellen beachten muss, und das ist wichtig, die gehen nur mit Tankinventaren. Also diesen anderen Tank zu machen, könnt ihr vergessen. So, und wir sehen schon, der ist schon auf dem Weg nach unten. Finde ich super. So, schnell Füße brechen. Mein Lager. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lassen will. Also ist ein bisschen komisch, aber ich werde es mal irgendwann kreuz die wild einräumen. Und wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, kann ich es wieder umsortieren. Ja, kennt ihr ja. Wenn man halt auch ein bisschen weiß, ne, wenn was auf einen zukommt, weil zum Beispiel Farben weiß ich, das werden, wenn sie vier hoch sind, brauche ich auf jeden Fall zwei. Nee. 8, 16. Das brauche ich sogar nur, ja, also ich brauche eine Reihe komplett. So wäre es richtiger gewesen. So, genau. Und jetzt kann ich dann hier meine zwei Zellen reinschmeißen. Und plopp ist mein Low-Voltage-Fluid-Tank am Vollrohr arbeiten. Und ich freue mich, Hydrogenzellen werden wieder verbraucht. Juhu! Und da werde ich mir halt immer wieder, wenn ich ein bisschen Aluminium übrig habe, welche bauen. Ja, wenn ich mal welche übrig habe. Ja, dann haben wir jetzt gerade festgestellt, Carpenter. Was brauche ich denn für einen
Carpenter. Für einen Carpenter brauche ich Cupronickelplatten. Ich brauche Roboterarme, Motor, einen kleinen Tank und Steady Casing. Steady Casing brauche ich einen Assembler, ein Alpha Machine Casing und ein Bronze Item Casing. 4 Stück. Okay. Dann versuchen wir das mal. Das heißt, ich brauche dich hier drin. Und ja, ich weiß, ich hätte es auch drüben machen können. Bin mir gerade mal nicht mal sicher, ob die zwei Platten reichen. Na doch, die reichen. Okay. So, dann habe ich schon mal die 4. Dann brauche ich 8 Stahl. So, und jetzt brauche ich ja Roboterarme. 2 Stück. Was brauche ich für Roboterarme? Ich brauche 2 Circuits. Okay, das heißt, ich brauche auf jeden Fall mal Iron Rods. Kann ich schon mal ein paar reinschmeißen? Das müsste reichen. Tin Cable könnte. Nee, wird. Ja, könnte knapp. Na doch, das wird nicht reichen. Muss ich mal auf jeden Fall schauen, wie viel Zinn das wir haben. 18. 1 ist der Vorteil, dass das man sozusagen noch mit der Hand machen kann. So, das wird jetzt auch Graffelkiste erstmal. Da rein, du kommst da rein. Dann kommst du da rein. Dann kannst du etwas länger brauchen. Jetzt schauen wir mal, bei Forestry habe ich vielleicht da schon sogar die Quest dafür offen. Bronze Casing brauche ich 8. Na, ganz toll. Ich muss ja sowieso 2 bauen. Ich grad. Muss halt hoffen, dass ich das Zeug nochmal brauchen kann. Ja, wobei, nein, ich muss ja mehrere Maschinenhals bauen. Ich bin irre. Ich bin ein bisschen, ich weiß. Und nur ein bisschen. Wir mal gleich wieder eine Quest abgeschlossen und da kann ich vielleicht auch gleich noch die Quest abschließen für den Carpenter. So, vielen Dank. Und ich baue halt die Dinger so spät, ne, dass ich mir die halt schon komplett so bauen kann. Auch nicht schlecht. Die Plate schmeißen wir hier rein. Brauchst ein bisschen jetzt noch. So, was hast du denn? Pass of Eternal, Centrifuge, Carpenter. Genau da wollen wir hin. Den wollen wir noch machen. Ah? Na? Danke. 2. Quest müsste ich haben. Ich brauche natürlich eine Crafting Task. Ach, Dream, du bist gemein. Echt jetzt?
So viel zu, ob ich das Zeug wohl brauchen kann. Ja, brauche ich. My Crafting Task. Nix, nix. Stellen wir schnell in der Maschine her. Darf ich nicht. Darf ich nicht in Maschinen herstellen. Muss ich mit der Hand machen. Sonst bin ich ein besser Bube. So, das heißt, ich brauche jetzt noch Stahlschrauben. Wieso brauche ich denn 8? Auf dass ich den Bolt noch drin habe. Jawohl. Habe ich. So, 8 Stück, danke. Wenigstens habe ich da schon. Nein, die muss ich auch noch mit der Hand schnitzen. Ja, nächstes Mal musst du eher mit den Quests anfangen. Okay, so, dann habe ich das. Jetzt habe ich, dann kommen die dahin. Bin mal gespannt, ob es stimmt. Ach da, ja. Ich habe sie wieder nicht gesehen. 1, 2. Ich hoffe, dass es jetzt angenehm ist. Danke. Auf jeden Fall habe ich jetzt davon genügend. Das heißt, jetzt brauche ich einen Carpenter. Das heißt, ich brauche jetzt Kupfer-Nickel-Platten. Elektrischen Motor. Da brauche ich jetzt auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal nachrechnen. Ich brauche für den Roboterarm brauche ich 3 Motoren. Das heißt, ich brauche schon mal 6, 7 Motoren muss ich jetzt schon mal bauen. 7. Das heißt für mich jetzt hier. Würde hervorragend gemacht, würde die Batterie nicht geladen. Muss da unbedingt hier was machen. Ich bin beim Überlegen, was kostet mich eigentlich Generator? Der Advanced Combustion Generator. Bitte mal auf A setzen, danke. Hat ja einen Vorteil. Wie gesagt, ich will ja auch den Raum da drüben irgendwann umswitchen. Das Problem ist nur, ich glaube, das macht mehr Sinn, das da rüber zu räumen, als ja, andersrum. Das heißt, peu à peu kann ich dann hier Maschinen abbauen. Und wir wandern einfach in den Raum da drüben rein. Oder ich habe dann 2 Räume. Weil hier habe ich schon 8 Engines dranhängen. Hier habe ich jetzt momentan 6. Okay, ich muss halt nur dran denken, dass wenn ich irgendwann auf MV umsteigen will, dass ich ja früh genug hier die Tanks wegmache, dass mir da nicht mehr das Benzin, weil das dauert auf jeden Fall auch lang genug, bis die dann leer sind. So, jetzt haben wir schon mal 16 Rods. So, das heißt jetzt, ich habe das da. Ich habe hoffentlich auch genügend Kabel. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt 2, 4. Ich brauche sogar 6. Hammer. Gut, dann brauche ich jetzt den Piston. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 4 Stahlrods und 4 Stahlrods und 2 Small Gears. Das heißt, 3-mal Stahlingot, bitte.
Kann ich mal mehr zählen. Brauche natürlich 4, eine 3. Mal hier. Ja. So, das heißt, ich habe das. Ich habe das. Und ich brauche auf jeden Fall noch 6 Stahlplatten. Warum, dass ich immer einen mehr rausnehme, weiß ich nicht. Weil ich es kann. Oder weil ich es nicht kann. Kann man sich aussuchen. So, wie schaut es eigentlich da aus? Da habe ich noch genügend drin. Aber ich kann mal schnell eine Zelle umswitchen. Okay. Wir gehen mal zu den klapperigen und stöhnenden Viechern da raus. An dem darf ich nicht vorbeischießen. Der oben? Brandet der oben? War der da? Wiedersehen. Und ganz auf Wiedersehen. Halt, ich brauche auf jeden Fall nochmal Circuits. Ich glaube, ich brauche nur 2. Und ich verbrauche noch die alten und nicht die neuen. Ja. Danke. So, das heißt, ich habe jetzt dann auf jeden Fall Pisten. Was fehlt mir? Was fehlt mir? Ah, meine Rods. Und mein Gear. Pisten, Pisten. So, und jetzt baue ich meine Arme. 1, 2. Gut. Hammer. Brauche nochmal einen Motor. Haben wir auch. Cupronickel haben wir noch nicht. Ich brauche noch einen Tank. Dann hätte ich gesagt, werde ich den nehmen. Können wir irgendwann mal einen bauen. Oder ich baue mir gleich so ein Kastending dahin. Muss ich mir aber noch alles überlegen. Oder ich habe einen Goldtank draußen. Was ist der? Haben wir den auch? Weil nur noch die Kupronickelplatten. Weil es natürlich das super GAU, wenn ich eben keinen Kupronickel mehr habe. Halt. S. S. Wie komme ich jetzt auf S? R meine ich natürlich. Und jetzt T. Ach, da. 2. Ich nehme 3. Ist klar. Sei ja wieder einer mehr. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche die Platten hier. Ich vermute mal die Arme hier. Und das in der Mitte. Oben.
Bei Kabel? Keine Ahnung, was ich vergessen habe. Ach, den Tank. Nein? Okay. Tank. Ah, ich brauche noch zwei Gear. Ich brauche noch zwei Gears. Ah, zwei Small Steel Gears. Und nicht nur für die Pisten, sondern für das Ding auch noch. Gut. Ist auch kein Problem. Hätte gerne bitte was, wo ich die ganzen Dinger reinlegen könnte, so als Seitentable. Das wäre noch cool. Danke. Und nein, dich nicht. Nicht. Okay, also der Tank kommt nach oben. Das habe ich wieder toll gemacht. Das da. Da kommen die Gears hin. Genau, die zwei Platten noch. Und ich habe einen Carpenter's Block. Hahaha. Sehr schön. So, den soll ich jetzt natürlich da irgendwo hinpflanzen, wo ich auch Honig hinkriege. Wo komme ich denn an Honig ran? Honey. Also im Fermenter mache ich aus Honey, Honey. Ja, ist klar. 100 im Fluid Extractor. Okay. Fluid Extractor. Heißt, das wäre der hier. Problem ist nur, ich habe keine Batterie da. Ja, ich könnte sie hier hin machen. So, was haben wir denn da drüben? Wo habe ich denn da drüben? Der steht, glaube ich, neben dem Assembler, ne? Das ist ein 8-Wach-Kabel Zinn. Sowieso sowas noch mal brauchen. Mal weg. Gib mir drei. Einmal ummanteln. So, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So. An den Carpenter. Weiß halt nicht, ob der Strom hat oder Strom kriegt. Kann jetzt auch sein, dass das überhaupt nicht klappt. Weiß es nicht. Wir werden es gleich zusammen wissen. Ja, 8000 RF. Das passt. So, und was brauche ich jetzt für die Test? Test. Und zwar für die Apiaries Test. Brauche ich 1000 Honey? Ja, das ist jetzt halt die Frage, ne? Ob das überhaupt so klappt oder ob das nicht klappt. Das heißt ja für mich,
Wenn ich jetzt den da hab. Ich muss erstmal, ja, Honey herstellen. Honey. Bees. Forestry. Honey Drop. Okay, das mache ich in der Zentrifuge. Und ich brauche mindestens 10 Stück für eine Kiste. Hier habe ich 6. Habe ich 7. Das ist halt gar nichts. Also wenn ich mir vorstelle, wie oft das die Dinger da durchlaufen, also wirklich nichts. So, Zentrifuge. Jetzt hoffen wir mal, dass da diese Honeydrops rauskommen und ich hoffe, dass der die dann auch nimmt. So. Ja, er hat schon mal Honey hingeschrieben. So, okay. Dann heißt es nochmal Apiary. Bitte Chest. Bitte zu blöd, Apiary zu schreiben. Oder du heißt anders. Apiary. Create. Dafür brauchen wir einen Carpenter. Willst du mich jetzt verarschen? In der Assembly. Holy Wood. Also Wood und eine Iron Screw. Das wäre jetzt natürlich der Hammer gewesen, ne? Kann ich bauen. Weil hast du früh was reingeschmissen. So, Assembler. Dann halt irgendwas von der Sekunde dort. Auch 5, ne? Oder war das so, ne? Ja, natürlich. Wenn man 5 braucht, sollte man 4 mitnehmen. Wieder typisch ich. Das heißt, wir haben jetzt gleich fünf empty crates. So, spätestens jetzt. Schöne ist jetzt, jetzt habe ich die ganzen Comps durchgeblasen. Ich hätte noch 3 gebraucht. Gerade mal, wie viel das ich noch übrig gehabt hätte. 7. Ups. Ich habe jetzt 300 drin. Dann sind wir bei 800, 900, 1000. Nein, wir hätten sowieso noch mal einer gefehlt. Das heißt, wir müssen mal schnell zur Lagermauer. So, 2 und 3. Und ab in die Werkstatt. Eine Kiste kriegen wir hin. Ich will eine Kiste hinkriegen. Unbedingt. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Und was fehlt mir jetzt noch? Ah. Dahin. Und dann fehlt mir jetzt noch eine Stahlschraube, ne? Genau. Muss ja irgendwie zusammengehalten werden. Haben wir Gott sei Dank noch. Diesmal habe ich daran gedacht, da auch rauszugehen und mal zu gucken. So, irgendwas habe ich noch übersehen. Ach genau, ich brauche noch eine Kiste. Um eine Kiste herzustellen, braucht man eine Kiste. Glaubt man es kaum? Ja, ist so.
So, wunderbar. Wir haben unsere Apiarist Chest. Das heißt, wir können unsere Bienchen jetzt dann auch rüberholen. Da passen ein paar rein. Ein paar, ne? Bis jetzt habe ich zwei Spezien von 428. Ist ja fast nix. Aber wir haben unseren Carpenter zweites gekriegt. Wir haben unseren Ölturm gebaut. Und beim nächsten Mal müssen wir dann wirklich mit der Raffinerie anfangen, weil sonst sieht es essig aus. Und das wollen wir ja nicht, ne? Weil wir ja langsam auch die Nebengebäude anfangen wollen müssen. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit den weiteren Videos, die euch gerade angezeigt werden. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.